Armin Schuster für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Frau Mihalic, vernebelt ist allenfalls Ihr Blick auf dieses Land, wenn man diese Rede gehört hat. Das ist ungefähr so unfachmännisch wie die irrwitzige Annahme, man dürfe in Deutschland keine Deutschlandfahne schwenken, wenn Fußball-Weltmeisterschaft ist. Das ist das Zerrbild, was in Ihnen drin steckt. Und deswegen haben Sie eine komplett falsche Einschätzung zu dem, was in diesem Land läuft. Sie haben gesagt, wir hätten keine Idee für dieses Land. Wir haben gut ein halbes Dutzend Antiterrormaßnahmen beschlossen, gegen die Sie alle gestimmt haben. Sie haben gestimmt gegen, dass das Reisen in terroristischer Absicht jetzt strafbar ist. Sie haben dagegen gestimmt, dass wir Dschihadisten den Reisepass und den Personalausweis entziehen. Sie haben gegen die Strafbarkeit der Terrorismusfinanzierung gestimmt. Ich könnte jetzt so weitermachen. Wir wissen nicht, was Sie wollen. Wir sind froh, dass wir regieren. Das tut dem Land unglaublich gut. Glauben Sie es mir. Meine Damen und Herren, nicht ganz unbescheiden, Sie kennen mich ja, nicht ganz unbescheiden, sage ich mal, ich habe meine, meine Möglichkeiten als Obmann, in der ersten Periode als Obmann versucht zu nutzen, um schon seit 2014, zu Beginn dieser Legislaturperiode, alles dafür zu tun, dass der Haushalt des Innenressorts einen mächtigen Schub erfährt. Und Frau Mihalic, Sie kennen jetzt auch einen Polizeiexperten übrigens, als solcher bezeichne ich mich schon wieder unbescheiden, der es gut findet, dass Bundeswehr und Polizei zusammen übt, um dann mal zu evaluieren, was notwendig ist. Ich weiß nicht, was daran falsch ist, deswegen, Frau Dr. Högel, sind wir da, glaube ich, einer Meinung. Das ist eine gute Idee, dass wir das mal forcieren und Erfahrungen sammeln. Der Plan der CDU-Innenpolitiker, CDU-CSU-Innenpolitiker unter Stefan Mayer war 2014. Ja, unter Führung von Stefan Mayer, bei uns gibt es noch Hierarchie, den Haushalt des Innenressorts mit einem echten Aufwuchs zu versehen. Das war unsere gemeinsame Überzeugung. Das war die gemeinsame Überzeugung mit dem Bundesinnenminister. Das war ein Mehrjahresplan, und ich bedanke mich an dieser Stelle mal, weil er noch da ist, beim Ex-Haushaltsstaatssekretär Norbert Bartle, schon bei dem daneben sitzenden neuen Jens Spahn, bei Bundesfinanzminister Schäuble, bei Dr. André Berghegger, bei Dr. Reinhard Brandl. Und ich bedanke mich auch beim Koalitionspartner, dass wir das 4 Jahre lang nicht aktionistisch, nicht populistisch, sondern konzentriert, geduldig über 4 Jahre durchgezogen haben. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der SPD, bei meiner beruflichen Historie können Sie sich sicher vorstellen, wie genau ich aufgepasst habe, wer die Verantwortung hat für Personal, Aufwuchs und Haushaltsverbesserung bei der Bundespolizei. Es passt überhaupt nicht zu Ihnen und Ihrem ansonsten feinen Charakter, dass Sie hin und wieder subtil versuchen, jetzt zu unterstellen, das sei alles die SPD gewesen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Ich bleibe dabei, es ist eine 4-Jahres-Leistung, und es war etwas merkwürdig, dass der SPD-Chef sich im 4. Jahr dann hinstellt und sagt, wir hätten die Bundespolizei kaputt gespart. Seien Sie doch auch ein bisschen stolz darauf, was wir in dieser Legislaturperiode geschafft haben. Es ist die Legislaturperiode der Bundessicherheitsbehörden, die einen einzigartigen Aufwuchs erfahren, an den ich mich überhaupt nicht erinnern kann in der Vergangenheit, der jemals so stattgefunden hätte. Und da sitzt der Minister dafür, meine Damen und Herren. Warum tun wir das? 7.000 Stellen mehr bei der Bundespolizei. Und jetzt will ich mal sagen, das Bundeskriminalamt mit seiner hervorragenden Arbeit, das BfV, unheimlich wichtig zurzeit, das BSI wird mir zu wenig genannt, das Thema IT-Kriminalität ist hoch wichtig, und eine Behörde, über die wir hier nie sprechen eigentlich, die aber im Bereich Sicherheit einen immensen Beitrag leistet, das Bundesverwaltungsamt. Auch da werden wir maßgeblich Stellen aufbauen. Die haben das verdient, vielleicht sogar noch mehr. Das sollten wir noch mal drüber reden. Das THW erfährt einen Aufwuchs. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir investieren vorausschauend
seit 4 Jahren, ohne dafür einen Anschlag zu brauchen. Unsere Idee geht auf eine Zeit zurück, da gab es die noch gar nicht. Und die BFE Plus bei der Bundespolizei, diese Idee geht da vor Nizza, vor. Es ist alles präventive, konzeptionelle Haushaltspolitik über mehrere Jahre. Und das ist die Handschrift der Union. So macht man kreativ und verantwortlich Politik für ein Land. Nicht umsonst denken die Deutschen, wenn einer innere Sicherheit kann, dann die Union. Und Sie haben recht, meine Damen und Herren. Ich bin davon überzeugt, dass wir in dieser Periode vieles getan haben und es mit dem Haushalt 2017 letztendlich vollenden. In das Thema objektive Sicherheit, die Ermittler beim BKA werden uns dankbar sein, die Fahnder bei der Bundespolizei werden uns dankbar sein, aber es sind Themen für Experten. Wir haben aber auch viel vor für die subjektive Sicherheit der Bevölkerung. Das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung hängt an dem Thema Polizeidichte, Polizeipräsenz, an Brennpunkten und Hotspots. Deshalb 7.000 mehr bei der Bundespolizei. Und ich hoffe, dass viele Länder uns nachahmen. Wir brauchen das. Einbruchdiebstahl, reisende Terroristen, international agierende Banden, illegale Grenzübertritte, Schleuser bekämpfst du am besten mit einer polizeilichen Maßnahme, die nennt sich Fahndung, an Brennpunkten, Hotspots und in Schwerpunktregionen. Der Bundesinnenminister ist verantwortlich für die deutsche Fahndungspolizei, die wir überhaupt haben. Und das ist die Bundespolizei. Deswegen ist jeder der dort investierten Euros Gold wert. Einbruch, Diebstahlsbanden fängst du am besten nicht mit der Frage, wie schützen wir unser Haus, das muss getan werden, aber am besten fängst du sie auf dem Weg zur Tat. Und da sie grenzüberschreitend agieren, müssen wir dort hinschauen. Genau wie wir an der bayerisch-österreichischen Grenze nicht nachlassen dürfen, Grenzkontrollen zu machen. Und genau, das kündige ich schon mal an, deswegen braucht die Bundespolizei diese Power. Ich gehe stark davon aus, Herr Bundesinnenminister, dass die Lage an der deutsch-schweizerischen Grenze, die ja hochwächst beim Thema illegale Grenzübertritte, über kurz oder lang dazu führen wird, dass wir auch da zurück müssen zu Grenzkontrollen. Kann ich mir nicht anders vorstellen, da schon heute über die Schweizer Grenze mehr illegaler Grenzübertritt stattfindet als über die österreichische Grenze. Wenn die Bundespolizei in Bayern und in Baden-Württemberg derart präsent sein soll, und das meine ich, mit Grenzkontrollen, dann braucht es Personal. Und dafür sorgen wir. Die Balance dieses Haushalts besteht darin, dass wir objektiv und subjektiv für Sicherheit sorgen und dass wir gleichzeitig beim Thema Integration dafür sorgen, dass schneller und besser die Asylverfahren abgewickelt werden, dass die Integration von Asylbewerbern, die bleiben sollen, deutlich intensiviert wird und auch mit Geld unterfüttert und dass das Rückkehrmanagement für die, die nicht bleiben sollen, auch deutlich intensiviert wird. Diese Balance sollten wir in unserer Rhetorik übrigens auch besser beachten. Deswegen habe ich davon gesprochen, dass dieses Land eine Kultur des Willkommens braucht, das wir sehr überbetont haben, und jetzt auch eine Kultur des Verabschiedens, weil die vielen, die wir rückführen müssen, die müssen wir auch genauso konzentriert zurückführen, wie wir es uns hier gesetzlich vorgenommen haben. Dazu braucht es in den Ländern auch mal Mut, dies zu tun, meine Damen und Herren. Wir begnügen uns jedenfalls nicht mit dem einfachen Ruf nach mehr Geld und Ausstattung. Wir haben die nötigen Ideen, eine Vielzahl von Gesetzen gemacht. Und meine Damen und Herren, das hier ist die Innendebatte. Wo, wenn nicht hier, sollen wir über das Thema Burka-Verbot eigentlich besser reden können? Es ist eine Wertedebatte in erster Linie und nicht eine Sicherheitsdebatte, die überhaupt nie einer behauptet. Aber wenn ein politisches Ressort dieses Thema bedienen muss, dann, glaube ich, ist es innen. Und da sage ich Ihnen jetzt meine ganz persönliche Meinung, ohne Wenn und Aber. Kollege Schuster, die Burka ist Kollege für mich Schuster, kein religiöses Symbol. Ich es sehe ist etwas, was Sie noch was nicht
einen Moment, ich mache den Satz eben. Ja, Sie hätten dann die Chance, Ihre Redezeit nicht zu überziehen, ja, wenn Sie gut diese Frage zulassen. Die 24 Sekunden ist ja Wahnsinn noch. Die Kollegin Künast möchte eine Frage stellen oder eine Meinung äußern. Sie haben, Herr Kollege Schuster, Sie haben gesagt, bei der Burka geht es um eine Wertedebatte. Und ich möchte gerne wissen, ob Sie die Wertedebatte nur mit uns führen oder auch zum Beispiel in Bayern mit den großen Krankenhäusern und Gesundheitszentren, in denen sich Araber und Araberinnen operieren lassen, was ja nach meinem Kenntnisstand dazu führt, dass dann auch mal Frauen mit einer Burka durch München laufen, angeblich sogar bei sehr teuren Geschäften. Bitte, Maximilianstraße. Danke, Herr Kollege Fliesek. Ich bin da so selten zum Einkaufen. So, also jetzt ist für mich die Frage, diskutieren Sie über die Burka nur mit uns oder diskutieren Sie auch mit all den unter dem Einzelhandel in der Maximilianstraße, mit all den Krankenhäusern, die sich und Kliniken, die sich ja genau darauf abgezielt haben, die Einnahmen zu haben und ihr Fachwissen anzubieten für diese finanziell doch sehr potenzielle Klientel? Und wenn Sie es mit denen diskutieren, zu welchem Ergebnis sind Sie mit denen gekommen? Beide Gruppen, gehe ich davon aus, nach Ihrem Vortrag müssten ja dann für ein Burka-Verbot sein, was mich wundert, weil das wäre ja ein negatives Wirtschaftsprogramm. Also mit wem führen Sie die Wertedebatte und mit welchem Ergebnis? Frau Künast, ich unterstelle jetzt einfach, dass Sie mich jetzt wahrscheinlich nicht so richtig kennen oder nicht ernst nehmen, aber Ihre Frage ist wirklich unterirdisch. Unterirdisch. Wissen Sie, die. Das ist noch keine Antwort. Ja, also manchmal reicht es schon. Es war es noch nicht. Also ich mache noch weiter. Frau Präsidentin, Frau Künast, ich diskutiere Burka-Verbot mit Menschen in diesem Land und ich habe noch keinen gefunden, noch nicht einen, der es gut findet, wenn Frauen hier voll verschleiert rumlaufen. Was ich am allerwenigsten verstehe, ist, dass grüne Politikerinnen sich ausgerechnet bei diesem Thema aufschwingen, beim Thema Frauenunterdrückung in schlimmster Form sich auch noch dafür einzusetzen, dass das so bleibt. Ich spreche mit Menschen unendlich in diesem Land, die mir sagen, dass es gibt bei uns weiter, das sage ich mal gerade, weil Sie von den Grünen sind, da diskutieren Sie auch drüber, ich möchte, dass der Weihnachtsmarkt weiter Weihnachtsmarkt heißt und der Nikolaus Nikolaus und der Tannenbaum Tannenbaum und die Burka möchte ich nicht in diesem Land. Das ist eine ganz einfache Wertedebatte, da wähne ich mich mit zusammen Millionen von Deutschen, die das auch denken. Und dabei geht es nicht um Sicherheit. Es geht darum, was ist in diesem Land Kultur. Und ich möchte nicht, wie ich es jetzt geschrieben bekommen habe, dass in meinem Schwimmbad zu Hause jemand voll verschleiert im Becken ist. Das sind Dinge, da regen sich Menschen drüber auf, darüber reg ich mich auf. Und das muss nicht sein. Ich weiß, dass Frau Präsidentin, lassen Sie ihn ruhig zu. Sie haben das Wort, Kollege von Notz. Herr Kollege Schuster, wer fordert, dass in Deutschland der Tannenbaum nicht mehr Tannenbaum heißt? Das würde mich wirklich interessieren. Ich gebe zu, ob es jetzt Nikolaus, Tannenbaum, Weihnachtsmarkt und was es alles war, was über den Grünen diskutiert. Jedenfalls war es eine quälende Liste von Punkten, wo Sie meinten, die Grünen, das könne man heute so nicht benennen. Ah, der St. Martinszug war dabei, weil sich ja unter Umständen Islamischgläubige daran stören könnten. Wissen Sie, da stören sich Millionen Deutsche dran. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind in einer Innendebatte. Lassen Sie mich einen Satz sagen. Vielleicht braucht das Land auch hier von dieser Stelle mehr gesunden Menschenverstand und weniger Political Correctness. Dann hätten wir auch wieder die klare Kante, die manche bei uns draußen erwarten. Ich stehe dafür. Ich bin dankbar, dass wir einen so tollen Haushalt hingekriegt haben im ersten Wurf. Traue mich zu behaupten, dass wir mit unseren Haushaltspolitikern noch Verbesserungspotenziale verwirklichen. Aber eins kann man jetzt schon sagen, was wir im November hier verabschieden werden, ist zum Abschluss einer 4-Jahres-Legislaturperiode ein einzigartig gutes Projekt, eine geduldige Mehrjahresstrategie, auf die wir stolz sind, wenigstens wir in der Union, ich glaube die SPD auch. Und ich finde, wir haben es zusammen gut gemacht und das sollte auch so stehen bleiben. Ich danke Ihnen. So. Ich werde es aber anstrengen.
einer